One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute ein Rhythmus, der das Dunkle und das Helle vereint zur Balance. Also, der Rhythmus ist sehr flott. Das heißt, du musstest ein bisschen üben wahrscheinlich, ja. Wir haben hier Töne, Bass und der Rest ist alles Taps. Ich mach mal den Rhythmus nochmal flott vor und zeige mal, was du dabei können musst, ja. One, two, three, four. Okay, jetzt etwas langsamer. One, two, three, four. Okay, so, also wir beginnen damit, wir nehmen den Rhythmus mal noch langsamer und das Grundding ist, die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd. Und das sind Taps. Taps sind die Schläge, die die Trommel berühren, aber keinen Ton von sich geben. So, jetzt machst du mit der Haupthand auf der Höhe die ganze Zeit immer den Beat. Bam, bam. Das ist der nächste Schritt. Okay, das wirst du erstmal üben müssen, damit es wirklich nur der Haupthandschlag ist und der Rest bleibt Taps. So, der nächste Schritt ist, wir haben mit der Nebenhand einen Bass, der erste Bass. Und zwar, ich mach's mal vor. Als Wiederholung. Okay, ich mach's mal noch langsamer. Die Hände spielen die ganze Zeit immer weiter, nur dass du deine Nebenhand in den Bass schiebst und da einfach einen Bass spielst. Und zwar. Das ist der nächste Schritt. Und jetzt der letzte Schritt ist noch, es gibt noch mehr Bässe und zwar insgesamt. Okay, das ist es. Das sind die Bässe. Ja, das ist alles. So, jetzt füge ich den Rhythmus nochmal zusammen und spiele nochmal damit ein bisschen rum als Inspiration. Hier ist Ingo Gutmann und habt alle einen wunderbaren Tag. Yes? One, two, three, four.